mein Name ist Astrid Neckermann. Ich bin Teamleiterin der Verwaltung im Dortmunder U. Ich bin Miriam Gaffran. Bin hier Teil des Leitungsteams der U2 im Dortmunder U. Mein Name ist Inke Arns. Ich bin die Direktorin des Hardware Medienkunstverein. Ich bin Judith Brinkmann und ich leite die U2 im Dortmunder U. Mein Name ist Nadine Hahnemann und ich leite das Team Marketing und Veranstaltungsmanagement. Ich bin Regina Selter und stellvertretende Direktorin am Museum Ostwall im Dortmunder U. Das Besondere, finde ich, ist am Dortmunder U, dass es nach wie vor ein Markenzeichen in Dortmund ist. Das Dortmunder U ist ein tolles Gebäude, das erste Hochhaus der Stadt Dortmund. Hier passiert eben ganz viel im Haus. Das ist nicht nur dröge Verwaltung, sondern es ist sehr lebendig. Festzustellen, dass es Kunst in diesem Haus auf jeder Etage gibt. Da entstehen ganz tolle Kooperationen und Synergien zwischen den verschiedenen PartnerInnen des Hauses. Ich mag das total gerne, dass man Projektarbeit hat, das heißt immer wieder von vorne auch die Möglichkeit hat, was Neues zu gestalten. Ich nenne das immer gerne Dazwischendenken und Dazwischensein, innovativ arbeiten dürfen, ganz experimentierfreudig unterwegs sein. Das macht für mich das Dortmunder U und auch die U2 aus. Ja, ich glaube, das ist auch normal und wichtig. Ich denke auch, dass Zweifel und Ängste was Positives bewirken können, weil sie einen immer wieder dazu bringen, dass man sich reflektiert. Ich würde das eher so bezeichnen, dass ich Respekt vor dieser Aufgabe hatte und auch noch habe. Ich kannte alle musealen Aufgabenbereiche. Insofern hat das meine Entscheidungsfähigkeit oder Handlungsfähigkeit sehr sicher gemacht. Ich glaube, man braucht auch das nötige Selbstbewusstsein. Das darf dann halt nur nicht zu einer Arroganz werden, dass man sagt, nö, man hat nie Zweifel. Das ist schon ein Zuwachs an Verantwortung, über den ich dann manchmal natürlich nachdenke, aber was mich nicht davon abgehalten hat, das zu tun oder so. Ne? Es macht ja auch Spaß. Die Arbeit macht einen riesen Spaß. Auf meinem beruflichen Weg habe ich vor allem auch viele Frauen kennengelernt, die mich sehr unterstützt haben. Ganz klassisch und allgemein sind das natürlich Familie und Freunde. Privat habe ich ein großes Netzwerk. In der Betreuung meiner Kinder muss ich da manchmal drauf zurückgreifen. Da sind natürlich immer wieder, trifft man Leute, die einen da unterstützen, manchmal auch nicht, aber auch daran wächst man. Das sind vielleicht Eigenschaften, sich seiner Stärke bewusst zu sein, sich zu vernetzen, Spuren hinterlassen, sichtbar zu sein, immer neugierig sein. Oftmals hat man Kontakte zu anderen Führungskräften und kann da von deren Erfahrung auch profitieren. Ich glaube, es ist besonders wichtig, dass man sich selbst sehr gut kennt und weiß, was man möchte und selber auch Spaß daran hat, was man tut. Und sich von Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen. Nee, das, was ich wahrscheinlich allen jungen Menschen mitgeben würde, unabhängig ihres Geschlechts, dass sie sich das natürlich zutrauen sollen. Also, dass sie zumindest keine Zweifel daran haben sollten, dass es nicht funktionieren könnte aufgrund ihres Geschlechts. Daran scheitert es manchmal, dass Frauen sich Dinge nicht zutrauen, was mich immer ganz rasend macht. Weil Männer sich ja viele Sachen, ohne mal darüber nachzudenken, zutrauen. Es geht nicht, wenn jemand einen an der Hand nimmt und dann mitzieht, sondern man muss dann selber diesen Schritt tun. Ins kalte Wasser springen. Also für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich noch mehr Frauen zutrauen, auch Führungspositionen zu übernehmen, dass sie dabei auch die Unterstützung wahrnehmen, die auch vorhanden ist. Es ist ja oft immer noch so, dass an den ganz hohen Führungsstellen dann doch wieder die Männer sitzen, dass auch Kinder haben und Führungspositionen kein Hindernis ist, so wie ich das selber auch erleben darf. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich andere Frauen, so wie ich das auch erfahren habe, auf ihrem Weg unterstützen kann, dass wir Frauen miteinander netzwerken, uns gegenseitig empowern und unterstützen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass eben mehr Frauen in der Führungsposition sind, aber das klingt auch immer so ein bisschen lapidar. Also natürlich wünsche ich mir einfach, dass die richtigen Personen Führungspositionen haben und dass man einfach nicht nur eben auf diese Geschlechterrolle fokussiert wird, sondern einfach auch mal sagt so, großartig, dass diese Person da ist, unabhängig davon. Vor allen Dingen, dass Frauen sich das zutrauen und dass sie so ihre Scheu vor das, was damit zusammenhängt, ablegen und das auch wagen.